light up. It's a gummy bee. Manche fragen mich, woher ich diese Muße hab. Ein Studium, mein Arbeitsplatz, warum hat das so gut geklappt mit Rap nebenbei? Viel Arbeit, sagst du, tun kein Kraft, doch fühlst du dich bei dieser Sache wohl, ist das ein guter Platz? Ja, Mann, weil das Ganze nicht belastet. Manchmal wünschte ich, ich müsste auch nichts anderes mehr machen, denn du hast gewonnen, wenn trotz Arbeit und der Zeit, die dabei drauf geht, dann immer noch ein Spaßfaktor bleibt. Wenn du einmal fragst, warum du denn das Ganze machst, dann weißt du, eine Sache in dein Leben gehört angepasst. Und dein Leben wäre nicht erfüllt und mangelhaft, wenn alles keinen Spaß macht. Also nutz Verstand und Kraft, um Dinge zu erreichen, die du brauchst. Denn du weißt ja sicher, dass es meistens gar nichts taugt, Dinge zu behalten, die dich schlauchen, und an jedem Tag dasselbe Spiel. Und stell dir vor, du könntest mit einer Sache Geld verdienen, die dir wirklich Spaß macht. Fakt ist, dass du klarer denkst und dann sogar fragst, kann man das überhaupt noch Arbeit nennen? Fühlt sich harte Arbeit nicht wie harte Arbeit an, dann passt dein Job zu dir und er ist für dich ein wahrer Glanz. Manche fragen mich, woher ich diese Muße hab. Ein Studium, mein Arbeitsplatz, warum hat das so gut geklappt mit Rap nebenbei? Viel Arbeit, sagst du, tun kein Kraft, doch fühlst du dich bei dieser Sache wohl, ist das ein guter Platz? Ja, Mann, weil das Ganze nicht belastet. Manchmal wünschte ich, ich müsste auch nichts anderes mehr machen, denn du hast gewonnen, wenn trotz Arbeit und der Zeit, die dabei drauf geht, dann immer noch ein Spaßfaktor bleibt. Und es kann ja sein, dass du vielleicht ein Hobby hast, das du ziemlich gerne machst, doch finde das im Job auch Platz. Selbst wenn nicht, dann hast du vielleicht gute Eigenschaften oder manche Stärken, die dir dann das Leben leichter machen. Kann man Hobbys zum Beruf machen, musst du eine Sache für dich selbst davor begutachten. Frag dich, ob es noch Spaß macht, wenn später aus der Tätigkeit vielleicht deine Pflicht wird, dann bist du für den Weg bereit. Mach dein Ding und schau, im Grunde ist nicht relevant, was genau du machst, denn es fühlt sich niemals träge an, wenn du deinen Spaß hast, was ich mit dem Vers mein. Ansonsten brauchst du wenig und du musst kein Millionär sein. Manche fragen mich, woher ich diese Muße hab. Ein Studium, mein Arbeitsplatz, warum hat das so gut geklappt mit Rap nebenbei? Viel Arbeit, sagst du, tun kein Kraft, doch fühlst du dich bei dieser Sache wohl, ist das ein guter Platz? Ja, Mann, weil das Ganze nicht belastet. Manchmal wünschte ich, ich müsste auch nichts anderes mehr machen, denn du hast gewonnen, wenn trotz Arbeit und der Zeit, die dabei drauf geht, dann immer noch ein Spaßfaktor bleibt.